und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Bierunterhaltung, zu einem weiteren Bierverkostungsvideo. Wieder aus der Reihe, ja, Biere aus Deutschland, sprich Bayern. Und in dem Fall haben wir von der Biermanufaktur Riegele das gute Amaris 50. Tja, das klingt ja schon mal per se gar nicht schlecht. Ich finde auch das Design und das Ganze ziemlich hübsch. Es hat auch hier, es folgt dem Trend von unserem letzten Bier, der Wojcau, dass hier hinten genau steht, was drin ist, wozu es passt, wie man es trinken soll. Das finde ich sehr, sehr gut. Ein untergäriges Bier, empfohlen vom Weltmeister-Biersommelier Sebastian B. Priller. Oder Sebastian B. Priller, was weiß ich, wo der Typ herkommt. Ich habe von dem noch nie was gehört. Und er trinkt Bier, so wie es aussieht, aus dem Weinglas. Na gut, das ist ja jedem seine Sache. 5% Alkohol hat der Kollege, ist damit eher ein leichteres Bier. Und hier steht noch drauf, der Amaris 50 verdankt seinen Geschmack einer Kombination aus 4 verschiedenen Hopfensorten. Das heißt, vermutlich wird das auch eher wieder ein hopfenbetonteres Bier sein. Aber gut, ich würde sagen, wir haben lange genug geredet darüber, was sein könnte. Wir checken lieber, was wirklich drin ist. Okay, riecht jetzt nicht irgendwie besonders, aber wie wir wissen, der Geruch von Bier ist nur ein winzig kleiner Teil des Gesamtpaketes. Und dann würde ich mal sagen, wir gießen das Ganze mal ein. Gut, im Vergleich zum Amber Ale, das wir vorher hatten, ist das doch schon deutlich heller. Wie gesagt, das letzte war auch obergärig, das hier ist untergärig. Und es riecht hier schon ja, recht frisch, fruchtig, so ein bisschen. Und ja, eine schöne Schaumkrone, auch wieder sehr, sehr dicht. Und dann würde ich mal sagen, Prost, Prost. Ich habe da jetzt, ehrlich gesagt, im ersten Moment nicht viel Geschmack dabei, den ich beschreiben könnte. Ich muss sofort noch einen Kontrollschluck nachnehmen. Also es ist definitiv ein recht bitteres Bier im Abgang. Es schmeckt metallisch, auf eine Art und Weise, die ich jetzt persönlich nicht so sehr favorisiere. Ist vom Geschmack her eher auf der leichteren Seite. Hat eine leichte Hopfennote, aber eher eine zurückhaltende. Erinnert mich von der Kombination her wieder so ein bisschen an, ja, nicht Grapefruit, aber zumindest zitronig, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht im Sinne von sauer, sondern eher im Sinne von, man kaut auf so einer Zitronenzeste herum. So leicht herb, aber ein bisschen fruchtig. Aber ich würde auch nicht wirklich auf einer Zitronenzeste rumkauen. Und irgendwie bin ich gerade auch nicht sicher, ob ich das Bier hier sonderlich genussvoll finde. Ich kann jetzt hier kein reichhaltiges Bouquet an Geschmacksnuancen erkennen. Für mich ist das in erster Linie etwas wässrig, leicht fruchtig, hopfig und bitter. Und zwar etwas zu bitter fast für meinen Geschmack. Und es hat noch immer so einen leicht metallischen Touch, den ich persönlich nicht sehr, sehr gut finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Bier und ich werden keine Freunde. Obwohl ich sagen muss, es ist jetzt kein Bier, das ich grundsätzlich verurteilen würde. Ich würde nur sagen, ich persönlich, wenn ich das irgendwo sehe, würde ich es nicht mehr kaufen, weil es hat eine Bitterkeit, die für mich persönlich unangenehm ist. Wir hatten genug herbe Biere hier, aber die meisten herben Biere hatten auch irgendwie mehr Geschmack, mehr Bouquet, wenn man es so nennen will. Und das hier, ich weiß nicht. Es ist wässrig, hopfig, fruchtig und hauptsächlich herb. Kein geiles Konstrukt. So wie, also für mich persönlich ist das nicht das Traumbier. Es ist jetzt per se vom Geschmack her nicht schlecht, aber es ist echt nicht besonders genug, dass ich sagen würde, hey, das müsst ihr unbedingt mal holen. Ich würde eher sagen, ja, kostet das mal. Also wenn das der Biersommelier empfiehlt, dann
Wer bin ich, dass ich da dagegen spreche? Aber ich persönlich finde, das ist kein Bier, das ich persönlich nochmal trinken würde und auch nicht unbedingt eins, das ich weiter empfehlen würde. Ich würde nicht per se sagen, lass die Finger davon, so schlecht ist es wirklich nicht, aber es ist wirklich, es ist nicht besonders und zu herb. Das ist so das, was ich persönlich empfinde, wenn ich das Bier trinke. Hier steht drauf, dass das Bier ziemlich gut zu Meeresfrüchten und Salaten passt. Erstaunlicherweise muss ich hier sogar sagen, ja. Ich glaube, das kann ich mir sogar vorstellen. Also zu Spaghetti mit Meeresfrüchten oder so. Erstaunlicherweise kann ich mir das vorstellen. Das ist ein Bier, das ich persönlich wahrscheinlich besser finden würde, wenn es wirklich heiß ist draußen und ich irgendwo in Italien am Strand sitze und meine, ja, eben meine Spaghetti mit Meeresfrüchten zum Beispiel zu mir nehme. Dann kann ich mir das gut vorstellen. Aber einfach nur so, ohne irgendwas, ohne Snack, ohne Essen, ist es tatsächlich nicht mein Bier. Ja. Und mit diesen leider nicht ganz so heiternden Worten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss, arrivederci und gut. Bye.